Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz begrüßen. Ich möchte heute zu Ihnen zu den folgenden Themen sprechen. Das eine zum Auftritt von Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz, natürlich vorbehaltlich einer gewissen zeitlichen Überschneidung. Im zweiten eine Rückschau zum sogenannten Zukunftskongress der SPD. Drittens die Debatte um den amerikanischen Anti-Islam-Film und die Proteste dagegen und schließlich auch zur NSU-Affäre und den neuesten Aufdeckungen in dieser Sache. Zum Auftritt von Angela Merkel in der Bundespressekonferenz. Im Mittelpunkt der Pressekonferenz standen offenbar keine neuen Inhalte, keine pfiffigen Ideen, keine Konzepte, wie es wieder vorangehen kann, sondern im Mittelpunkt dieser Pressekonferenz stand die Person Angela Merkel selbst. Offenbar ging es hier um den Auftakt zu einem Bundestagswahlkampf, in dem Frau Merkel sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte. Inhaltlich hatte sie wenig zu bieten, außer der Verabreichung von Beruhigungspillen. Die substanziellen Inhalte der Äußerungen von Frau Merkel sind sehr dürftig. Dieser Auftritt war wirklich eine Nullnummer. Jenseits der Friede, Freude, Eierkuchenstimmung, die Merkel verbreitet, ist Deutschland nach wie vor in einer schwierigen Situation. Wir halten es nach wie vor für problematisch und das sehen ja auch verschiedene Wirtschaftswissenschaftler inzwischen auch so, dass es schwierig ist, eine extrem exportabhängige Wirtschaft weiter auf diesem Kurs zu halten. Wir haben Skepsis, dass das der richtige Ansatz ist, um Deutschland langfristig durch die Wirtschafts- und Finanzkrise zu schiffen. Es wäre jetzt eigentlich an der Zeit für ein Umdenken, für einen Abschied von den alten Zöpfen, aber das ist ein Umdenken, zu dem Angela Merkel nicht bereit ist. Sie hält weiter an den alten Zöpfen fest. Ihr geht es um die Ideologie des Sozialabbaus, um die Ideologie der Lohnsenkung, um die Ausweitung des Niedriglohnbereiches, um die Privatisierung und das alles im Namen der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist wirklich der falsche Ansatz. Ein Umdenken hieße in der Tat, die Wirtschaft auf eine Politik des Binnenmarktes zu lenken. Wir müssen den Binnenmarkt in Deutschland stärken. Nur so kann Deutschland langfristig die Wirtschafts- und Finanzkrise meistern. Wir bräuchten jetzt ein intelligentes Konjunkturprogramm, ein Konjunkturprogramm, das den sozial-ökologischen Umbau in den Mittelpunkt der Politik stellt. Und je länger Frau Merkel mit ihren Beruhigungspillen Erfolg hat, umso schlimmer wird der Kater werden. Wir denken, dass dies kein guter Auftritt von Frau Merkel war. Ich möchte zweitens sprechen zum Zukunftskongress der SPD, also zu einer Rückschau. Im Rückblick wäre wohl zurück in die Zukunft das richtige Motto für den Zukunftskongress der SPD gewesen. Die SPD will offenbar mit den Köpfen und mit den Konzepten der Vergangenheit in den Wahlkampf ziehen. Steinmeier, Steinbrück und auch Gabriel sind Köpfe, die allesamt für die 20% SPD der Agenda 2010 stehen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ein substanzielles Abweichen von dieser Politik, der Agenda 2010, können wir als Linke nicht erkennen. Alle drei stehen auch für eine machtpolitische Sackgasse, in die sich die SPD manövrieren will, denn für Rot-Grün ist keine Mehrheit absehbar. Das belegen ja auch die aktuellen Umfragewerte. Die SPD hat sich noch nicht von den Fehlern der Vergangenheit gelöst. Auch auf diesem Zukunftskongress gab es keine Abkehr von Hartz IV. Es gab keine Abkehr von der Politik der Leiharbeit, von der Kürzung des Rentenniveaus, von der Senkung der Unternehmenssteuern und von der Entfesselung der Finanzmärkte. Das wäre aber dringend nötig, wenn es der SPD tatsächlich ernst wäre, um einen Politikwechsel. Diese Politik hat die SPD dahin geführt, wo sie heute auch noch steht, und das sind in der Tat 12 Prozentpunkte hinter der Union. Die SPD hat sich am letzten Wochenende Mut gemacht,
Das ist legitim, aber mit Politikwechsel hat es wenig zu tun. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch ein Wort zur Ostdeutschlandpolitik sagen. Es ist sehr bezeichnend, dass das Thema Ostdeutschland beim Zukunftskongress der SPD keine Rolle gespielt hat. Es wurde überhaupt nicht thematisiert. Auch im aktuellen Rentenkonzept der SPD fehlt jeder Hinweis auf die Rentenungerechtigkeit und auf die Lohnungerechtigkeit zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich kann das nur so werten, dass auch die SPD den Osten abgeschrieben hat. Für uns heißt das, dass wir als Linke umso mehr die Lebensinteressen von Ostdeutschen thematisieren werden. Wir streiten für gleiche Löhne, für gleiche Renten und Lebenschancen. Dafür werden wir uns als Linke stark machen. Das heißt, wir machen keinen Frieden mit den Rentenkürzungen und im Übrigen machen wir auch keinen Frieden mit Hartz IV. Es gab ja entsprechende Pressemeldungen, die ich an der Stelle auch zurückweisen möchte. Das hat heute im Geschäfts- und Parteiverstand der Linken eine Rolle gespielt und wir haben das übereinstimmend als eine falsche Meldung zurückgewiesen. Ich möchte mich drittens äußern zur Debatte um den Anti-Islam-Film. Zunächst einmal zum Film. Es ist ein Hassvideo, das gedreht wurde, um gezielt eine ganze Bevölkerungsgruppe zu verunglimpfen. Wir als Linke kritisieren aufs Schärfste den anti-islamischen Hintergrund und die Instrumentalisierung dieses Films gegen Musliminnen und Muslime. Es ist eine ganz gezielte Provokation gegen die islamische Community weltweit. Und es hat gewalttätige Proteste und auch darauf folgende Debatten bewusst einkalkuliert. Gleichzeitig sage ich natürlich auch, bei aller berechtigten Kritik an diesem Film ist es keinerlei Entschuldigung dafür, Gewalt gegen Botschaften oder Gewalt gegen Personen auszuüben. Dafür kann es überhaupt keine Entschuldigung geben. Ich möchte darauf hinweisen, dass dieser Film aus den USA kommt, an einer rechtsgerichteten christlichen Gruppierung und deswegen halte ich es auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass auch der anstehende Wahlkampf in den USA und auch die deutlich zurückfallenden Werte der Republikaner möglicherweise auch ein Hintergrund sind, warum dieser Film jetzt auch in der Öffentlichkeit gespielt wurde. Die globalen Folgeschäden sind allerdings gewaltig und die Auswirkungen können verheerend sein. Es ist aus unserer Sicht völlig richtig, dass die Welt besser und vor allen Dingen sicherer ohne diesen Film wäre. Aber dieser Film ist nun mal in der Welt, vor allen Dingen in der virtuellen Welt ist dieser Film abrufbar. Die Debatten um ein Aufführungsverbot gehen deswegen auch völlig an der tatsächlichen Problemlage, am Kern des Problems vorbei. Was jetzt wirklich wichtig wäre, alle Verantwortungsträger sind gefordert, zur Beruhigung der Lage beizutragen, sich ganz klar gegen Anti-Islamismus und Rassismus auszusprechen und zu dem friedlichen Zusammenleben der Kulturen und der Religionen beizutragen. Dieses Land hatte ja auch mal einen Präsidenten, der gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Solche klaren Worte wären auch an dieser Debatte sicherlich gut. Wenn dieses Hassvideo nun in Deutschland aufgeführt werden sollte, dann ist tatsächlich der friedliche und geschlossene Protest der Demokraten gefragt, dann ist die Zivilgesellschaft tatsächlich gefragt, dagegen zu protestieren. Ich möchte zu einem letzten Punkt sprechen, das ist die NSU-Affäre. Die Aufklärung der NSU-Morde und ihrer Hintergründe wächst sich langsam aber sicher zu einer Staatsaffäre aus. Die jüngsten Enthüllungen dürften noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Immer mehr deutet darauf hin, dass die Inlandsgeheimdienste sehr wohl wussten, wo die braunen Terrorbanden sich herumtrieben, welches Gefahrenpotenzial von ihnen ausging. Und immer mehr deutet darauf hin, dass wenigstens ein Teil dieser Morde hätte verhindert werden können, wenn die Behörden hier richtig gearbeitet hätten. Wenn sich das rausstellen wollte, dann wäre es tatsächlich ein Skandal, dann wäre es in der Tat eine Staatsaffäre. Und es ist ganz klar, das Behördenversagen ist an dieser Stelle eklatant.
Dahinter steht aus meiner Sicht die Verharmlosung von Rassismus und Neonazismus. Das ist der ideologische Grund, der auch dazu geführt hat, dass die Behörden dieses Problem immer vernachlässigt haben. Das Behördenversagen bei der NSU-Affäre scheint nicht die Ausnahme zu sein, sondern es scheint zur Regel zu werden. Und das ist wirklich ein Zustand, der nicht hingenommen werden kann. Die deutschen Inlandsgeheimdienste haben sich selbst jede Legitimationsgrundlage entzogen. Wir sind für die Auflösung der Inlandsgeheimdienste, das sage ich an dieser Stelle noch einmal klipp und klar. Die Fragen, die sich jetzt stellen, die reichen natürlich sehr weit in die Vergangenheit zurück. Ich denke, wir werden sehr bald auch darüber reden, welche Verantwortung auch ehemalige Innenminister hatten. Ob das Otto Schily, Wolfgang Schäuble oder Thomas de Maizière waren, auch hier wird der NSU-Untersuchungsausschuss sicherlich sich mit deren Verantwortung beschäftigen müssen. Das Ganze geht natürlich auch in die Richtung ehemaliger Geheimdienstkoordinatoren im Kanzleramt, wie beispielsweise Frank-Walter Steinmeier. Alles das sind Personen, die sich auch in Zukunft werden Fragen gefallen lassen müssen. Wir sagen als Linke, dass alle Hinweise, alle Ermittlungsergebnisse schnellstmöglich in den NSU-Untersuchungsausschuss gehören. Das ist die Stelle, in die die Aufklärung hingehört.